Dieses knapp 200 Meter lange Containerschiff fährt zielgerichtet auf die Westseite des Hafens von Hongkong zu. Die Amateurfilmerin spekuliert bereits leicht ungläubig auf einen Herzinfarkt des Kapitäns. Nach Angaben der Reederei Hansa war das unter deutscher Flagge laufende Containerschiff aufgrund eines Stromausfalls an Bord manövrierunfähig gewesen. Eine zweite Aufnahme des Vorfalls zeigt, wie knapp das Schiff vor der Küste zum Stehen kommt und schließlich auf Grund läuft. Glücklicherweise wurde bei der Irrfahrt niemand verletzt und das Schiff nicht beschädigt, sodass keine weiteren Umweltschäden zu befürchten sind. Der Containerhafen von Hongkong gehört neben Shanghai und Singapur zu den größten Warenumschlagsplätzen der Welt.